Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Avatar 2 The Way of Water. Wer Teil 1 noch nicht gesehen hatte, sollte jetzt erstmal nicht weiterschauen, sondern sollte sich Avatar 1 erst anschauen, denn Teil 2 bezieht sich definitiv auf Teil 1. Worum geht es in dem Film? Ja, die Menschen kommen wieder auf Pandora und machen wieder Stress. Aber sie haben dieses Mal einen anderen Avatar, denn sie haben einen Avatar aus Erinnerung von verschiedensten, ja, sagen wir mal, Militärleuten, die im Teil 1 getötet wurden, in einen Avatar gepackt, unter anderem auch von Colonel Quaritch, der in Teil 1 ja einen großen Part gespielt hat, der aber auch dieselbe Synchronstimme, dieselbe deutsche Synchronstimme behalten hat. Ja, die machen wieder Stress auf Avatar und tun auch ein großes Gebiet an Wald abroden, um dort eine Basis zu errichten. Wie es so ist, haben die natürlich die Sachen von Teil 1 nicht vergessen. Und somit machen sie sich auf, um die Familie Sully gefangen zu nehmen, zu töten, wie auch immer. Aber die Familie Sully ist es leid zu kämpfen. Sie haben da keine Lust mehr drauf und möchten sich gerne aus dem ganzen Krieg rausziehen. Somit nehmen sie einen langen Weg auf sich, um sich einer anderen, sagen wir jetzt mal, Clan anzuschließen, die sich mehr mit dem Meer anfreundet, anstatt mit dem Wald. Ja, und leider ist das nicht ganz. Läuft das nicht ganz ohne Konflikte ab. Ja, so viel zu der Story, ohne viel zu verraten. Also ich muss sagen, der Film ist echt der Hammer. Also das kann ich so sagen, wie ich es sage, der Film ist der Hammer. Dass die sich dort einfallen gelassen haben, krass. Also die Story ist, sage ich jetzt mal, nichts Weltbewegendes, nichts Neues, gar keine Frage. Aber die Umsetzung, Leute, so ein tolles CGI, so ein tolles Motion Capturing. Wow, also ich habe das in IMAX 3D gesehen und ich war mehr als begeistert. Das kann ich echt nur sagen. Also sehr krass, also. Vor allen Dingen die ganzen Bewegungen, die ganzen 3D-Effekte, die ganze Kameraführung und so, ey, richtig gut gemacht, ey. Vor allen Dingen die Mimik, die Gestik durch das Motion Capture. Also, da können sich so viele Filme, Marvel-Filme und sowas von abschneiden. Von so ein geiles Motion Capture, von so einer geilen CGI. Da können sich so viele Filme was von abschneiden. Das ist der absolute Wahnsinn. Auch so die neuen Charaktere, die da teilweise eingeführt wird, denn die Sullys kriegen auch Kinder mit der Zeit und die sind auch nicht gerade einfach zu handeln, wie Kinder halt nun mal so sind. Und das führt natürlich zu der einen oder anderen interessanten, gefährlichen und teilweise auch lustigen Situationen. Also echt interessant, vor allen Dingen, was da für Tiere da auch, neue Tiere da auch auftauchen. Wow. Also da muss man sagen, da haben sie sich doch wirklich nicht lumpen lassen und nochmal den ersten Teil nochmal ein bisschen mehr getoppt, indem sie ein bisschen durch die Wasserlandschaften und so den ganzen noch ein bisschen mehr Breite und Tiefe gegeben haben. Also das muss man echt sagen. Ansonsten, ja, es ist eine CGI-Schlacht vom Allerfeinsten. Das Motion Capture, wie gesagt, das ist richtig fein. Und man hat auch so die alten Schauspieler auch mit dabei behalten. Und ja, man merkt es dem Film an, dass der Film, also solche Filme müssen wahrscheinlich dann
so lange brauchen und auch so viel kosten. Denn so wie ich jetzt mal gehört habe, müsste Avatar 2 über 1 Milliarde Dollar einspielen, damit der Film als rentabel für das Studio gilt. Also das ist nicht wenig, vor allen Dingen damit er dann erst als rentabel gilt. Manche Filme werden schon rentabel sein, wenn sie 500.000 oder so etwas einspielen. Da sind die Filme dann für manche Studios dann schon ein Erfolg. Aber hier muss er 1 Milliarde einspielen, um überhaupt rentabel zu sein. Also, da müssen schon einige Leute ins Kino gehen. Aber da Avatar 1 ja auch sehr, sehr erfolgreich ist und glaube immer noch auf Platz 1 der erfolgreichsten Filme oder auf Platz 2 der erfolgreichsten Filme steht, ist das ja schon mal nicht verkehrt. Und der Film macht sehr viel Spaß. Also es gibt Szenen, da sitzt man und denkt einfach nur, wow, also ich fühle mich jetzt durch den 3D-Effekt jetzt wirklich, als wäre ich mitten in dem Film. Und so soll es auch sein. Ja, und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, da sind wir da. Ja, also dieser Avatar-Film hat noch ein bisschen mehr Tiefe und Breite in meinen Augen bekommen. Der Film zeigt viele neue Charaktere, neue Clans und die Feinde sind auch wirklich wieder krass drauf. Also die sind nicht zimperlich. Und das ist mal wieder so ein Alien-Film, wo man auf die Seite von den Aliens ist und nicht auf die Seite der Menschen ist. Weil die Menschen wollen nur Scheiße machen und Rohstoffe ausbeuten, was wir dummen Menschen halt gerne tun. Und ja, wie gesagt, die Technik ist absolut top. Die technische Umsetzung ist top. Das Motion Capture ist riesig. Das CGI ist der Hammer. Die 3D-Effekte, gerade IMAX 3D, kann ich jetzt nur sagen. Aber es ist der absolute Hammer. Also, wenn Filme so lange brauchen, um so gut auszusehen, dann sollte man manchen Filmen tatsächlich mehr Zeit geben. Denn manche Filme haben wahrscheinlich dann mehr Zeit verdient, um dann so gut zu werden. Also das kann ich nur sagen. Also so sollen Filme sein. Und deswegen gebe ich diesem Film auch uneingeschränkt die vollen 5 Totenköpfe, weil die da alles gemacht haben, was sie konnten, weil sie alles gemacht haben, was man jetzt, sage ich jetzt mal, aus so in Anführungsstrichen einfachen Story rausholen konnte. Die Charaktere waren wieder super, die neuen Charaktere waren super. Also, was ich dazu sagen kann, ist, das ist richtig gut. Ja, es ist ja auch kein Spoiler, dass Avatar 3 ja schon in Arbeit ist. Und je nachdem, wie gut Avatar 2 läuft, ob er rentabel ist für das Studio, entscheidet sich auch, welches Ende Avatar 3 kriegen wird. Ob Avatar 3 dann der Abschluss ist oder ob es dann noch mehr Avatar-Filme geben wird. Ja, aber das steht dann auf einem anderen Blatt und ist ein Thema für vielleicht eine weitere Filmbewertung, die dann übernächstes Jahr, glaube ich, dann kommen soll. Da soll Avatar 3 dann in die Kinos kommen. Ja, wenn euch gefällt, was ich mache, abonniert und liked diesen YouTube-Kanal. Und ich würde mich auch immer über ein positives Feedback freuen. Das war die Filmbewertung für diese Woche. Diese Woche gibt es auch nur eine, letzte Woche gab es ja drei. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.